das war. Lieber Freund, das Ödland kann gnadenlos sein und du siehst aus, als könntest du etwas Hilfe gebrauchen. Anbei findest du eine kurze Anleitung, die dir beim Überleben hilft. Wenn du sie abschließt, nehmen wir vielleicht einen neuen Bürger auf. Die Siedlung von White River gibt es wirklich und sie ist sicher. Viel Glück, Noah. Tipp, das was für ein Ding? Das Ixi? Was ist ein Ixi? Das Ixi des Überlebens ist eine aktive Quest. Der Status der Quest ist oben rechts über die Zieltracker einsehbar. Öffne dein Inventar und dann das Questmenü, um mehr über Quests zu erfahren. Ja, und damit erstmal ein fetten Elke-Möte-Gruß von mir auch, Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Ründchen. Nee, was rede ich da? Gar kein neues Ründchen. Zu meinem ersten Ründchen von 7 Days to Die. Ja, ein Survival Games. Und, au. Hat mich der Kaktus gerade gepiekst? Böser Kaktus. Ja, man könnte Telltale Games schon kennen von den wunderbaren Spielen The Walking Dead. Da haben die ja auch ein... Oh. So. Ach, das brauche ich gar nicht. Was brauche ich denn überhaupt? Holz sammeln und einen kleinen Stein. Stein! Wer unsere Paragon-Videos kennt, die ich immer mit dem Prime aufnehme, der weiß jetzt Bescheid. Moin. So, erstmal hier. Games, sie haben auch die storybasierten Spiele. Ich nehme mal gerade ein bisschen mehr Holz. The Walking Dead oder Game of Thrones gemacht. Wunderbare Spiele, sehr emotional. Boah. Alter, was ist denn hier los? Sehr emotional und storybasiert, wie gesagt. Also das sind echt gute Spiele. Und mal gucken, wie sie das Spiel hier hingekriegt haben. So. Wir haben jetzt alles gesammelt. Wir haben Pflanzenfaser. Alter, was ist denn hier los? Einen kleinen Stein, davon haben wir zwei. Und jetzt können wir eine Steinaxt machen. Wo denn? Fertigung, hier. Steinaxt. Eine. Anfertigung. Ach, das kann ich auch mit Pfeiltaste nach oben. So. Alles klar, die ist jetzt hier mein... Kann ich jetzt darauf ziehen? Zack. Alles klar. Kleidung. Pflanzenfaser. Alter. Ich brauche aber viel Pflanzenfaser. Ich brauche Pflanzen. Hier, Kaktus. Könnten Sie mir bitte behilflich sein? Das wäre... Alter, okay. Kleines Standbild. So. Ja, aber kleine Standbilder kann man das Spiel mal verzeihen, denn es ist noch kein wirklich fertiges Spiel. Es ist noch in so einer Art Early Access, könnte man sagen. Ja, von daher, solche kleinen Problemchen können immer mal wieder auftauchen. Ein Hirsch. Ich sammle einfach mal hier gerade noch ein bisschen Holz. So. Ah, alles klar, mit R3 kann man sich hinhocken. Aber wir können jetzt erstmal hier anfertigen. Moment, so. Wir sollen Pflanzenfaserhose, Faserhemd, Faserkapuze, Faserschuhe. Ach, und Handschuhe, okay. Ja, das bitte einmal. Das brauche ich auch einmal. Das auch. Kapuze. Zack. Fehlt mir noch was? Hemd habe ich. Die Hose kommt gleich, die Kapuze. Schuhe. Schuhe, wo sind die Schuhe? Da, direkt da unter. Blindfisch. Schlägt zu. Alter. Mann, ey, was laber ich hier für eine Scheiße?
So, wie kann ich die jetzt Kategorie rechts, links? Ah, da kann ich die wahrscheinlich anziehen, wa? Hallöchen. Was habe ich hier? Was ist das nochmal? Handschuhe. Okay, wo kommen die Handschuhe hin? Handschuh? Handschuh, Handschuh da? Nein. Warte mal, da steht groß. M? Schuh? Wie? Beinschienen. Ach da. Warum kommen die Handschuhe denn da hin? Jetzt soll mir mal einer erzählen hier, ey. Hemd. Da. Zack. Hose. Da. Bams. Kopfbedeckung. Soll dahin. Und Schuhe. Boom! Jawohl! Holzknüppel gefertigt. Ja, das können wir noch machen. Wobei, ich glaube, das würde ich erst machen, bevor wir ein bisschen erkunden, damit wir uns wehren können. So, Holz. Denn wahrscheinlich bei Munition und Waffen. Holzknüppel. Da ist er. Gebietsschutzblock. Was ist das denn? Das packen wir mal erstmal dahin. Also das Wichtigste kommt immer nach vorne. Und das Wichtigste, finde ich, sind erstmal Waffen. So. Wir tauschen die hier noch. Das kommt dahin, das da. So. Wie kann ich denn eigentlich da... Ah, mit linke und rechte Pfeiltaste. Okay, oder auch nicht. Hä? Mit rechts wechsle ich auf das, mit unten auf den dritten Slot. Und mit... Oh. Wie komme ich jetzt? Touchpad? Wischen? Nein? Wie komme ich da jetzt? Unten? Aua, scheiß Kaktus. Du hast genug Nahrung zu dir genommen. Ja, was? Wie, was? Nee! Wie komme ich denn auf die zu? Wie kann ich denn auf die zugreifen da? Erste Hilfe und das alles. R1. Ah! Gut. Also wir sind hier ja in der Wüste gespawnt. Das ist ein bisschen, sagen wir, ungünstig fürs Überleben. Es ist heiß und man hat wenig Rohstoffe. Gibt es eine Karte? Nee, Quest möchte ich jetzt nicht. Fertigkeiten. Karte. Da. Ja, wow. Okay. Also man sieht nur das, was man schon selbst gesehen hat. Hi. Ein Zombie. Mit dem muss ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Oh. Stein! Steine nehmen wir immer gerne mit. Oh, muss ich sowieso. Ich brauche Federn. Und dann kann ich mir einen Holzbogen und Pfeile basteln. Alles klar. Federn. Ich höre auf jeden Fall schon mal. Hoppala. Ja gut. Hallöchen. Junge Dame, wie geht es Ihnen? Also ich möchte mich jetzt nicht unbedingt mit Ihnen anlegen. Wenn Sie nichts dagegen hätten, lasse ich Sie erstmal in Ruhe und kümmere mich darum, dass ich ausgerüstet werde. Alles klar. Danke. War schön, mit Ihnen geredet zu haben. Man geht auf jeden Fall ziemlich langsam, wenn man normal geht. Also das ist hier jetzt mein normales Gehen. Man geht echt scheiß langsam. Okay, wir haben einen Zombie gefunden, aber auch eine Straße. Und der Zombie will Beef. Der Zombie will Beef! Oh. Da will man auf den Kopf ziehen und schlägt in die Luft. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist, auf den Kopf zu zielen. Du lebst noch. Bah, jawohl! Erstmal durchsuchen.
Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kaffeebohnen! Jawohl, wir können uns Kaffee machen. Das Wichtigste. Oh. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich bin ein Monster. Nein, Mami. So, Mülltüten, die kann man durchsuchen, soweit ich weiß. Jawohl. Papier. Ja, da können wir jetzt aufschreiben. Das ist jetzt unser Tagebuch. Mami? Ja, also ich nenne mein Tagebuch Mami. Ich habe heute meinen ersten Zombie getötet. Ich habe einen roten Coupé. Wir haben Blei gefunden. Und das sieht aus wie eine eiserne Feueraxt. Jawohl! Wer will Beef? Jetzt gibt's auf die Fräse. Oh, erstmal schön alles looten hier. Öl und noch mehr Blei. Alles plündern. So, jawohl. Genau die Option habe ich gesucht. Alles klar, ein Zombie. Aber ich will hier diesen Müll. Dieser Müll. Eieiei, wir haben die Federn. Jetzt können wir uns Bogen und Pfeil machen. Also Pfeil und Bogen, so rum sagt man das. So, du hast mich bestimmt gesehen. Das ist mir aber auch gerade relativ egal. Dann weißt du was, mein Freund? Ich habe eine Axt! 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 Jetzt stirb doch! Willst du auch mal? Hallo? Wollen Sie verrecken? Ihnen fehlt übrigens ein Auge. Alter, ich bin gelähmt. Ja, so sieht's nämlich aus. Schadensbonus? Ja. Wohl. Okay. Wer dicker ist, hält mehr aus. Und dann hat der nicht mal was. Also das hast du jetzt verdient, dass du so hingerichtet wurdest hier. Alter, als ob der nichts hat. Was ist das? Okay, Patronenhülse, ja. Patronenhülsen bedeutet... Oh, Schwein. Moin. Bedeutet, die sind leer. Das heißt, man kann sich wahrscheinlich auch Munition selbst craften. Was steht da? Baum? Achso, Baumwollsamen. Ich dachte gerade, was? Also ein bisschen ist schwer ist die Schrift schon zu lesen, würde ich sagen. So, wir hocken uns jetzt mal hier hin. Denn... Armbrust haben. Ist ja geil. So, Bogen und Pfeile. Wie viele Pfeile kann ich da machen? Und wie viel ergibt einmal Pfeile basteln? Das sind die Fragen, die mich gerade interessieren. So. Nein. Hm. So. Wo ist der Bogen? Da ist der Bogen. Ey. Bogen. Dann packe ich mal dahin. Dahin. Der Knüppel kommt dahin. Nee, warte mal. Axt da? Nee. Ja doch. Pack den Knüppel. Oh, ich könnte dahin und da das. So. Wie, kein Pfeil? Da zeigen wir unten rechts an, kein Pfeil. Wow, er hat wirklich nur ein. Ich kann auch nur noch ein. Jawohl, ist das geil. So, wir haben jetzt zwei Pfeile. Muss ich die hier unten ins Menü packen, damit er die nimmt? Nein, muss ich nicht. Okay, wie kann ich denn jetzt? Wie schieße ich denn damit? Moment mal. Zeig mir an, unten rechts, also da, wo ich gerade nicht hinkomme, 0 von 2 Pfeilen. Muss ich die? Nee. Moment mal. Müssen die direkt daneben sein? Nein. Also zeig mir immer noch an, 0 von 2 Pfeilen.
Jetzt habe ich die Pfeile ausgerüstet. Ich will doch nicht die Pfeile ausgerüstet haben. Ah! Mit Kreis. Ah, okay. Hat man jetzt nicht gesehen? Boom! Headshot! Ich schlage auf dich ein, du Schwester. Krankenschwester. Krankenschwester, wie hocken Sie denn hier? Das können Sie doch nicht machen. Wir sind auf YouTube und nicht auf YouPorn. Antibiotika und Schmerzmittel, jawohl. Oh, jetzt hockt sie hier nicht mehr so. Also das sah ein bisschen falsch aus. Sagen wir es mal so. Was ist das? Jeton aus Glücks Casino. What the fuck, Alter. So. Wir streifen jetzt schon seit fast 15 Minuten hier durch die Gegend. Und sind immer noch im Wüstengebiet. Ist das? Ist das Holz? Alter, geil. Holz in der Apfeltür. Da ist noch ein Auto. Auto! Kommen Sie bitte zu mir. Oder Bogen bringen wir gerade nichts mehr, weil ich keine. Ein weißes Coupé. Weil ich gerade keine. Geil, du bist leer. Danke dafür. Danke für nichts. Blödes Auto. Oh. Oh, oh. Hat er mich gesehen? Nee, sieht nicht so aus. Ich gehe hier gerade mal ein bisschen querfeld ein. Was ist denn jetzt? Achso, deine Fertigkeit Athletik ist jetzt auf Level 2. Alles klar. Danke dafür. Ich nehme mal hier ein bisschen. So, da können wir bestimmt irgendwann noch gebrauchen. Faustregel Nummer 1. Wenn du etwas siehst, was du jetzt brauchst, nimm es mit. Später wirst du es auch brauchen. So wie diesen Stein hier. Stein! So. Zack. Weiß nicht, soll ich den ganz abbauen? Was passiert, wenn man einen Stein ganz abbaut? Despawnt der dann oder? Also eigentlich müsste er ja weg sein. Rein theoretisch. Logisch gesehen. Alter! Der zerbricht so geil. Das ist ja nice. Und man kann den noch weiter abbauen. Jawohl. Die sind ja richtig ergiebig. Was passiert, wenn der gleich hier weg ist? Oh, meine Axt macht langsam einen Abgang. Aber scheinbar habe ich genug, um mir eine neue zu basteln. Okay, dann ist er ganz weg. Aber wir haben gut Steine gekriegt, wa? Was anderes kann man da nicht sagen. Ich guck mal gerade die Karte. Ey, das kann nicht sein. Fühlt sich an wie 86,95 Grad Fahrenheit. Weiß aber gerade nicht, wie viel Grad das dann ist, also Celsius. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen was Grüneres mal finden. Ein bisschen grün für mich bitte. Alter, was ist denn hier los? Hallöchen. Au! Was war das? Er hier war das! Du Sack! Okay, hier ist ein kleiner Abhang. Dann mache ich mal einen Abgang. Und überall nur Steppe. Was ist denn das? Gibt es überhaupt verschiedene Biome? Muss es ja eigentlich, ne?
Aua. Okay, 90 Grad Fahrenheit, mir wird warm. Ist halt normal so in so einem Gebiet, würde ich sagen. Oh Gott, ein Zombie. Au, au. Ich werde mich noch umbringen durch dieses scheiß Kakteen. Ich sehe schon, ey. Oh, ein bisschen Schatten. Und da ist wieder ein Zombie. So, aber denke mal, da ist noch ein Zombie. Also ein sicherer Platz ist es hier jetzt nicht, ne? Aber okay, das Spiel pausiert auch nicht, wenn ich Pause mache. Das ist ungünstig, denn ich wollte gerade die Folge beenden, aber so umzingelt von Zombies muss ich das ganz ehrlich nicht haben. Ich dachte mir, nimmst das kleine Schattenplätzchen da, beendest in Ruhe die Folge. Aber nö. Dieser Berg wird kein leichter sein. Dieser Berg wird schwer zu erklimmen sein. Denn du Vollidiot. Wir sind ja auch gerade runtergerannt. Also musst du auch in Kauf nehmen, dass du ihn wieder hochrennen musst und nichts findest. Oh, Standbild. Hallo Kaktus. Hallo Zombie. Pass auf, wir schleichen uns jetzt an, geben ihm den Rest und dann beenden wir die Folge. Komm her. Ey! Hey. Du bist ein Sack. Lol, der hat mich noch gar nicht gesehen. Was macht er denn da? Okay, jetzt hat er mich gesehen. Nimm das. Nimm das. Ich habe auch nicht mehr viel Leben. Ja, das tut weh, wa? Soll es auch. Da. Jetzt. Alter, der Fatality. So. Ein braunes Hemd. Alter, wie sich das gerade angehört hat. Einfach so ein. So, kann ich mich damit einfach. Wie benutze ich die jetzt? Ah, mit L2, alles klar. Du hast erste Hilfe geleistet und wirst jetzt geheilt. Ich habe mir selbst erste Hilfe geleistet. Alles klar. Danke dafür. So, wir haben ein kleines Hemdchen. Dieses kleine. Wenn wir mal gucken. Wo sehe ich, ob das besser ist? Oder schlechter? Ich meine, die haben ja irgendwelche Werte wahrscheinlich, ne? Kann ich das irgendwie. Ansehen? Ah, alles klar. Kann ich vergleichen? Fallen lassen, tragen. Aber ich kann nicht direkt vergleichen. Das heißt, das muss man manuell machen. Stiche. Alter, das ist besser, das selbstgecraftete. Bis auf in wasserdicht. Wärmedämmung. Okay, dann lasse ich das an. Ja, hier, da, tragen. Okay. So, wir haben jetzt 19 Minuten fast gespielt. Also 18 Minuten 25 sieht man oben. Das ist eigentlich ganz entspannt. Denn dann sieht man immer, wie viel man gespielt hat und weiß, wann man ein Folgenpäuschen machen kann. Und das Folgenpäuschen ist jetzt dran. So. Wie kann man denn hier Freunde einladen? Okay, man kann einfach nur verlassen. Gespeichert hat er gerade, glaube ich. Das oben rechts das Zeichen. Ja, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier für diese Folge. Die erste Folge von 7 Days to Die. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Like freuen. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare Tipps und sonstiges, was ich gut gebrauchen könnte, um hier zu überleben in dieser Welt. Ich kann aber sagen, ich werde nicht immer alleine überleben, denn eigentlich wollte ich das mit dem guten Prime zusammenspielen, von den Prime Buddies. Doch wir kommen halt in letzter Zeit nicht dazu, weil wir gerade dabei sind, Paragon oft zu spielen. Und jetzt ist halt auch noch ein neuer Held daraus gekommen. Deswegen, da wollen wir auch. Und dann dachte ich mir, bevor das jetzt zu lange wird,
machst du einfach mal ein Portchen alleine. So, und das habe ich jetzt. Vor allem, wie weit ich mich hinhocken kann. Guckt es euch an. Ich bin einfach hier. Ich bin niedriger als das Gras. Beziehungsweise genauso groß wie das Gras. Ja, gut. Aber wir verabschieden uns hier jetzt. Tschüss.